Ziel unseres Webcasts: Warum gelten bei der Zitatenzerspannung andere Bedingungen? Wo liegen die Anforderungen beim Werkzeug in der Zitatenzerspannung? Welche Einflussfaktoren hat man über das Werkzeug? Was sind die günstigsten Schnittparameter? Wie programmiert man anspruchsvolle Stechdrehanwendungen? Womit können wir unseren Kunden im Fertigungsprozess unterstützen? Wie möchten wir Ihnen diese Punkte vermitteln? Anhand eines Werkstücks mit diversen Anforderungen an die zerspannende Bearbeitung werden wir Schritt für Schritt unsere Lösungsansätze erklären. Die praktische Umsetzung zeigen wir im Rahmen dieses Webcasts anhand von Videos und Animationen. Als Grundlage wollen wir uns erstmal mit dem Werkstoff Titan an sich beschäftigen. Wichtig ist hier die Unterscheidung in die verschiedenen Legierungsvarianten. Zum einen gibt es natürlich das reine Titan. Dieses hat eine geringe Festigkeit, aber eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Der Einsatz von reinem Titan erfolgt hauptsächlich im Bereich der Isolierung aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit. Weiterhin gibt es die sogenannten Alpha-Gefüge. Diese haben eine geringe Festigkeit, aber eine hohe Kriechfestigkeit. Weiterhin gibt es die Beta-Gefüge. Hier haben wir hohe Festigkeiten, aber geringe Kriechfestigkeiten. Und aus beiden die Kombination in die sogenannten Alpha-Beta-Gefüge. Diese haben eine hohe Festigkeit bei sehr günstigen weiteren Eigenschaften. Und bei den Alpha-Beta-Gefügen treffen wir draußen auf dem Markt am meisten auf die Legierung TI6AL4V. Wenn man sich diese Legierung mal genauer betrachtet, sind besonders hervorzuheben die hohe Zugfestigkeit von 900 bis 990 Newton pro Millimeter Quadrat und das Ganze in Verbindung mit der sehr geringen Dichte von 4,4 Gramm pro Kubikzentimeter. Was uns in der Zerspannung hier am meisten Probleme bereitet, ist die geringe Wärmeleitfähigkeit von 7,1 Watt pro Meter Kelvin. Wenn man das mal vergleicht mit den anderen gängigen Werkstoffen, ganz besonders Stahl oder Grauguss, stellt man fest, dass wir bei Titan oder Titanlegierung nur 20% der Wärmeleitfähigkeit haben von vergleichbaren Stahlwerkstoffen. Das heißt also, der Span selber kann 80% weniger Wärme ableiten wie bei Stählen. Also müssen wir diese Wärme auf anderem Wege von der Schneide wegbekommen. Über die Schneide selber natürlich, aber auch am besten über eine gute Kühlmittelzuleitung oder Kühlmittelversorgung. Darauf werden wir später nochmal genauer eingehen. Wir möchten uns das Temperaturproblem an der Schneide etwas genauer ansehen. Wir sehen hier das Werkstück, das Werkzeug und in dem Bereich den Span. Und wir können hier sehen, direkt in der Schnittzone entstehen bis zu 1200 Grad. Diese 1200 Grad werden bei normalem Stahl zu 80% über den Span abgeleitet. Das heißt, hier in geringer Entfernung haben wir nur ein Drittel der Temperatur von der Schnittzone. Wenn jetzt aber 80% weniger Hitze abgeleitet werden in dem Bereich, sind wir in dem Bereich noch locker bei 1000 Grad. Das heißt, die ganze Hitze bleibt im Bereich der Schneide. Daher müssen wir halt übers Kühlmittel die Temperatur in diesem Bereich kräftig senken. Die Anforderungen an die Werkzeuge. Durch den Einsatz von geschliffenen, scharfen und hochpositiven Wendeschneidplatten wird die Schnittkraft reduziert. Und durch polierte Spankammern sowie die passende Beschichtung wird die Reibung beim Spanabfluss sowie an den Spanflächen minimiert. Diese Einflussfaktoren verringern deutlich die Wärmeentwicklung. Wenn nur weniger Wärme entsteht und diese durch optimale Zufuhr von Kühlschmierstoff weiter reduziert wird, erhöht sich entsprechend die Standzeit des Werkzeugs. Oder im Umkehrschluss kann eine höhere Schnittgeschwindigkeit VC gefahren werden. Weiterhin stellt sich die Frage, wie soll das Werkzeug im Arbeitsraum positioniert werden? Schneide nach oben oder Schneide über Kopf? Hierzu haben wir mal die wichtigsten Punkte zusammengestellt. Zum einen der Schneidenwechsel. Schneide nach oben, recht einfach, ich komme gut ran. Schneide nach unten, meistens erschwerte Umstände. Verschleißerkennung, dito. Beim Spanabfluss ist es meist günstiger, wenn die Schneide über Kopf steht. Die Schnittkraftableitung ist bestimmt besser mit Schneide nach oben, dann geht die Kraft ins Bett. Bei der Kühlmittelzufuhr
Mit IK-Haltern dürfte die Lage egal sein. Also ist für uns relevant der Bereich Spanabfluss. Hierzu sehen Sie gleich ein Video, wie der Span bei Lage über Kopf sauber abfließen kann. Sobald ich die Schneide nach oben bringe, muss der Span übers Werkstück oder über den Halter abgeleitet werden. Das führt oft zu Problemen im Prozess. Hier möchten wir Ihnen die optimale Spanbeschaffenheit und Spanabfuhr zeigen, anhand einer DCGT 11T308. Wir kommen jetzt zu praktischen Anwendungen. Zunächst die erste Ausspannung, kurz ausgespannt in einer Heimbuchspannzange, also stabil die ganze Geschichte. Wir zeigen die Bearbeitungsphasen und Plandrehen, das Bohren mit einem Vollermetallbohrer, Innendrehen und Innengewindedrehen. Das Plandrehen erfolgt mit der gleichen Platte wie das Schrubben außen, was wir eben schon gesehen haben. Das Ganze mit einer umfangsgeschliffenen Platte. ACP-Geometrie mit einer PVD-Schicht mit 70 Meter Schnittgeschwindigkeit, hier etwas höher, weil die Umformenergie sehr viel geringer ist bei dieser geringen Zustellung, und ein Vorschub von 0,1, um eine saubere Fläche zu erreichen. Das Bohren, Durchmesser 4,2, mit einem Hartmetallbohrer mit einer scharfen Ausspitzung, um den Schnittdruck gering zu halten. Wir machen einen Spanbruch, alle 2 mm heben wir 0,2 mm ab, weil wir sonst den Span nicht wirklich gebrochen kriegen. Man kann es nicht vergleichen mit dem Bohren in Stahl. Ein wirklicher Spanbruch ist hier ansonsten nicht möglich. Ja, ansonsten Kühlung intern ist wichtig, um die Temperatur runterzuhalten und möglichst hoher Kühlmitteldruck. Innenbearbeitung mit dem Arno Mini-System. Hier wird der Durchmesser 5,1 ausgedreht. Der Konus 60 Grad, und da wir hier saubere Flächen haben wollen, kleiner Vorschub 500stel, AP von 0,5 und 50 Meter. Ja, das ist hier sozusagen. Wir fahren das Werkzeug zweimal, einmal zum Vordrehen, dann wird danach das Gewinde geschnitten und anschließend werden wir es nochmal durchlaufen lassen zum Entgraten. Ja, Gewinde schneiden, Innengewinde drehen, M5. Das Ganze auch mit dem AMS, also Arno Mini-System. Wir stellen linear zu, das heißt immer den gleichen X-Wert und nicht den gleichen Spannquerschnitt. 9 Schrubbschnitte, ein Stichschnitt mit 2 Hundertstel unter 29 Grad. Wir werden Ihnen diese Arbeitsgänge jetzt live demonstrieren anhand eines Videos. In diesem Video sehen Sie die erste Ausspannung des Werkstückes, hier das Plandrehen mit einer DCGT, im zweiten Step das Bohren mit einem Vollhartmetallbohrer 4,2. Zur Info, wir arbeiten hier mit innerer Luftkühlung, um von dem Fertigungsprozess auch alles erkennen zu können. Im nächsten Step werden wir die Innenkontur ausdrehen mit einem AMS-Einsatz. Hier auch wieder mit innerer Kühlung Luft. Im nächsten Step fertigen wir das Innengewinde. Hier wird mit 9 plus Einschnitt das Gewinde gefertigt. Das letzte Werkzeug wird noch einmal den Anschnitt des Gewindes entgraten. Wir kommen jetzt zur zweiten Werkstückaufspannung. Hier werden wir uns befassen mit dem Schrubben außen, dem schlichten außen. Besonderes Augenmerk liegt hier auf der Oberflächengüte, dem Nutstechen, dem Gewindedrehen. Das Stechdrehen werden wir genauer betrachten und natürlich das Abstechen. Der erste Arbeitsgang, Schrubben längst außen. Hierbei setzen wir unsere DCGT 11C308 ein in der ACB-Geometrie. Also eine scharfe Schneide mit VC 60 Meter, einem AP von bis zu 4 mm und einem Vorschub von 0,14. Bei Titan kann man eigentlich grundsätzlich sagen, Zustellung geht, aber Vorschub nur in Maßen. Wenn man zu viel Vorschub nimmt, gibt es meist einen Wirrspan
Dieser Wirfspan stört den ganzen Bearbeitungsprozess, beschädigt die Oberflächen und die Schneidkanten des Werkzeugs. Von daher, wie gesagt, immer Zustellung ordentlich, Vorschub in Maßen. Wir werden jetzt gleich im anschließenden Video den Prozess zeigen. Bitte achten Sie darauf, dass der Span schön sauber, eng gerollt abfließt und es daher zu keinerlei Beeinträchtigung im Fertigungsprozess kommt. In dieser Aufzeichnung zeigen wir Ihnen das Schrubben der Außenkontur mit einer DCGT 11T308 mit einer Schnittgeschwindigkeit von 60 Meter, einem Vorschub von 0,14 und einem maximalen AP von 4 mm. Im nächsten Step kommen wir zum Schlichten von drei Außendurchmessern, und zwar Durchmesser 8, 9 und 10. Alle drei sind eng toleriert und haben hohe Oberflächenanforderungen von RA 0,8 bzw. RZ4. Wir wollen jetzt betrachten, wie man die geforderte Oberflächengüte prozesssicher halten kann mit verschiedenen Geometrien aus unserem Programm. Im ersten Step werden wir eine klassische umfangsgeschliffene Stichplatte nehmen mit einer sehr guten Spankontrolle. Radius, Eckenradius R 0,4. Wir werden mit 70 Meter Schnittgeschwindigkeit arbeiten, AP 0,2 und F 0,1. Wie bei allen anderen weiteren Werkzeugen, die wir gleich zeigen werden, auch. Also immer gleiche Schnittparameter, damit wir hinterher einen 1 zu 1 Vergleich haben beim Betrachten der Oberflächengüte. Bei dieser Standardgeometrie mit ganz normalem R 0,4 Radius ergibt sich nach einer allgemeinen Kalkulationsformel für die Oberflächengüte ein theoretischer RA von 0,51 und ein RZ-Wert von 3,13. Bei der zweiten Schichtschneide handelt es sich um eine sogenannte Viper- oder Schleppschnallengeometrie. Das Besondere bei diesen Viper- oder Schleppschnallengeometrien ist, dass sie keinen normalen Eckenradius haben, wie hier außen dargestellt, sondern dieser Eckenradius an bestimmten Bereichen abgeflacht ist, wenn man so große Radien besitzt. Dadurch ergibt sich in diesem Bereich der Effekt wie bei einem sehr viel größeren Eckenradius. Das heißt, ich bekomme eine bessere Oberflächengüte. Was man beachten muss, ist, gerade wenn man sich das hier betrachtet, dass man dieser Platte natürlich keine genauen Konturen bei Radien oder Phasen fahren kann, weil der Bereich hier vorne die Kontur, die gedreht werden soll, verzerren würde. Das betrachten wir nachher nochmal ein bisschen genauer. Aus diesem Grunde bieten wir auch optional Schneiden an mit einer sogenannten richtungsgebundenen AWI-Geometrie. Bei dieser Geometrie ist es so, dass wir die Viper-Geometrie nur einseitig an die Platte anschleifen und die andere Seite der Schneide mit einem ganz normalen Radius versehen. Bei aufsteigenden Konturen kann ich mit dieser Platte konturtreu drehen, auch Radien und Phasen, und habe im Zylinderbereich der Kontur den Viper-Vorteil, das heißt größere Vorschübe oder bessere Oberflächengüten. Wir möchten jetzt die Vor- und Nachteile der Schleppschneide noch einmal gegenüberstellen. Vorteil ist ganz klar die bessere Oberflächengüte bei gleichem Vorschub. Man kann es aber anders betrachten. Wir fahren höhere Vorschubwerte und haben die Oberflächengüte wie bei geringeren Vorschubwerten mit normalen Wendeplatten. Weiterhin zu beachten ist in diesem Fall bei einer geschliffenen Schleppschneide, dass wir eine sehr genaue Lage haben der Schleppschneide und eine sehr hohe Wechselgenauigkeit. Weiterhin muss man es so sehen, wenn man mit den höheren Vorschubwerten normale Oberflächengüten erreichen möchte, kann man durch geringere Kontaktzeit pro Teil eine höhere Standmenge erreichen. Bei den Nachteilen ist ganz klar zu sehen die Konturverzerrung, was wir gerade schon besprochen haben. Bei beidseitigen Viper-Platten habe ich bei auf- und abfallenden Konturen eine Konturverzerrung, bei einseitig geschliffenen nur bei abfallenden Konturen. Und der radiale Schnittdruck ist relativ hoch, das heißt bei dünnwandigen oder weit ausgespannten, instabilen Werkstücken neigt die Schneide oft zum Aufschwingen und zum Rattern. Als erste Viper im Versuch zeigen wir Ihnen unsere FN-AWI mit einer scharfen Schneidkante und polierten Spankammern. Speziell für Nicht-Eisenmetalle,
ja, warmfeste Legierungen, aber auch im Rostfreibereich gut einsetzbar. Bei dieser Platte, wie schon gesagt, die gleichen Schnittparameter wie bei der vorher gezeigten FN-ASF. Und was man hier sehen muss, wir haben hier theoretisch berechnet etwa doppelt so gute Oberflächengüten wie mit der ASF-Geometrie. Das heißt, eine RA würde theoretisch erreicht von 0,25 und ein RZ-Wert von 1,53 auf Durchmesser 9, wenn wir die Platte einsetzen. Als zweite Viper-Geometrie zeigen wir Ihnen unsere PF2-Geometrie. Diese Platte stammt eigentlich aus dem Langdrehbereich, wird aber auch viel im Kurzdrehbereich eingesetzt. Es ist auch eine V-Platte. Das Besondere ist, dass diese im Schneidenbereich gerade abgeflacht ist, mit einem etwa 1 Grad aufsteigenden, mit einer etwa 1 Grad aufsteigenden Schneide und im vorderen Bereich einen ganz normalen Eckenradius hat. Die Platte gibt es bis Eckenradius 0,2. Von daher zeigen wir Ihnen jetzt im Versuch auch den 0,2er Radius im Vergleich zu den anderen beiden 0,4er Radien. Hier nochmal die Platte in der Gesamtansicht, auch umfangsgeschliffen. Vorteil ist, bei kleinen Eckenradien eine stabile Schneidkante. Sie hat einen Schleppschneideneffekt, also einen Viper-Effekt, und die Spankammern sind auch poliert. Rein rechnerisch kommen wir hier auf Werte wie in etwa mit einer ganz normalen R0,4 Platte. RA 0,35 rechnerisch und RZ 3,06. Auch die gleichen Schnittparameter wie bei den anderen beiden Platten. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Schlichtgeometrien ASF im Durchmesserbereich 8. Für den Durchmesserbereich 9 haben wir die AWI-Geometrie gewählt. Und für den Durchmesserbereich 10 und 12 haben wir die PF2-Geometrie gewählt. Alle Bearbeitungen sind mit den gleichen Parametern VC 70 Meter, F01 und AP02 gefertigt, damit Herr Bach im Anschluss die Gegenüberstellung der Geometrien analysieren kann. Wir wollen jetzt die erreichten Oberflächengüten miteinander vergleichen. Wir werden anfangen mit der R0,4 Radiusplatte unserer ASF-Geometrie. Hier haben wir die berechneten Werte 1 zu 1 erreicht. RZ 2,4 und RA von 0,5 wurden gemessen. Bei der beidseitigen Viper, der AWI-Geometrie, haben wir die Werte vom 0,4er Radius im RA-Bereich halbiert und im RZ-Bereich liegen wir hier ja ungefähr 30% unter den Werten der Radiusplatte. Und bei der PF2-Geometrie mit Eckenradius 0,2 haben wir die Werte erreicht, vergleichbar mit dem R0,4er Standardplatte. Das heißt, diese Platte ist sehr günstig zum Einsatz bei Werkstücken, bei denen die Übergangsradien mit 0,2 oder sagen wir mal sehr gering ausgelegt sind. Wir zeigen Ihnen nun den 1 mm breiten Einstich vom M12x1 Gewinde, 1,5 mm radial tief auf Durchmesser 7. Mit unserem TE-System, Eckenradius der Platte in diesem Fall 1/10. Wir fahren mit einem Vorschub von 4/100 und 50 Meter. Bei dem Werkzeugsystem ist auch zu beachten, wir haben oberhalb einen Kühlmittelaustritt und unterhalb einen Kühlmittelaustritt, um gerade bei diesem Werkstoff die Temperatur im Zerspannungsprozess möglichst gering zu halten. Die Schneidplatte ist komplett umfangsgeschliffen, auch die Anlagenflächen. Damit haben wir eine sehr hohe Präzision beim Werkzeugwechsel. In diesem Video demonstrieren wir Ihnen das ATS-Stechsystem. Hier wird der Freistich vorm Gewinde gefertigt mit einem VC von 50 Meter, einem Vorschub von 0,04 und einer Breite von 1 Millimeter. Wir kommen nun zum Gewindedrehen M12x1, Außengewinde. Wir setzen auch hier einen innengekühlten Halter ein, montiert auf einem KMH-Halter. Das heißt, die Kühlmittelübergabe erfolgt zwischen dem VD-Aufnahme und dem Klemmhalter, ohne Rohre, ohne Schläuche. Als Wendeschneidplatte setzen wir ein eine AM7C.
Sorte. Das ist eine geschliffene Platte auf einem M20-Substrat mit einer PVD-Schicht. Einsatzbereich dieser Schneide ist bei rostfreien Stellen Nickel- und Titanlegierung. 50 Meter Schnittgeschwindigkeit. Wir stellen linear, also immer wieder den gleichen X-Wert. 10 mal zu plus ein Stichschnitt von 2/100 unter 29 Grad. Hier demonstrieren wir Ihnen das Gewindeschneiden M12x1 mit einer Schnittgeschwindigkeit von 50 Meter mit 10 plus 1 Schnitten und einem Zustellwinkel von 29 Grad. Wir kommen jetzt zum Stechdrehen, in dem Fall unter etwas erschwerten Bedingungen. Das heißt, wir sind nicht wirklich stabil in der Aufspannung. Wir haben ein langes, dünnes Werkstück und in dem Bereich werden wir es weiter verjüngen. Weiterhin haben wir einen bereits vorhandenen Einstich. Das heißt, wenn wir von hier aus rüberarbeiten, besteht immer die Gefahr, dass ein Spanring entsteht, der nachher im Einstich liegen bleibt. Ja, und wir wollen auch weiterhin ein paar kleine Kniffe und Tricks zeigen, wie man das Stechdrehen vereinfacht. Wir fangen jetzt an mit dem Radialstechen, dann 0,2 mm wieder abheben, damit wir den Druck aus der Platte nehmen. Beim Querfahren ist mal wichtig, dass man leicht aufsteigend arbeitet, um die hintere Schneide freizuhalten, damit die sich selber freidreht. Dann haben wir hier einen Steg stehen, diesen Steg. Immer radial wegstechen, so vermeiden wir Spanringe. Das heißt also, wir stechen jetzt radial runter, heben leicht wieder ab, versetzen, stechen wieder frei, wieder leicht abheben, konisch seitlich verfahren. Dann wollen wir die ganze Sache nachkopieren, also immer radial von außen nach innen. Dann an den zweiten Bund ranfahren. Hier in dem Fall werden wir außen nochmal den Durchmesser bearbeiten und auch da wieder von außen nach innen radial in den Einstich reinfahren. Und unten wieder wichtig, es muss so weit vorgearbeitet sein, dass wir nicht seitlich noch etwas wegdrehen müssen, sonst würde halt an der Stelle wieder ein Spanring entstehen. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Wir kommen jetzt zum letzten Arbeitsgang, dem Abstechen. Hier setzen wir eine VDI-Direktaufnahme ein. Mit interner Kühlmittelzufuhr direkt auf das MSA-Modul. Auch hier keine Schläuche, keine Rohre. Das Kühlmittel wird an der Schneidenseite direkt über einen Kühlmittelaustritt zwischen Klemme und Platte ganz flach unter den Span geleitet, also direkt in die Schnittzone hinein. Und parallel dazu senkrecht nach oben an die Freifläche, um auch hier die Reibfläche zu kühlen und die Reibung zu minimieren. Wir setzen die T1-Geometrie ein, recht weichschneidend, in der Sorte AP5020. Die hat sich in diesen Werkstoffen bewährt mit 50 Meter, 6/100 Vorschub bis Durchmesser 4 und dann 4/100 Vorschub bis zum Abstechen. Mit reduzierter Drehzahl, da wir hier keine Gegenspindel haben, müssen wir in dem Bereich die Drehzahl reduzieren. In unserem letzten Video stechen wir mit dem SA-Stechsystem 2 mm ab, F006 und reduziert 004 im Vorschubbereich. Unser Fazit: gute Kühlschmierstoffzufuhr muss gewährleistet sein, die Werkzeuglage überdenken, scharfe, weichschneidende Werkzeuge einsetzen, Schnittgeschwindigkeit anpassen, Vorschübe in Maßen. Größere Zustellungen beim Schrubben sind keine Probleme. Der Span sollte weich fallen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu diesem Thema im anschließenden Chat. Auch Anregungen nehmen wir hier gerne entgegen. In der kurzen Übergangszeit bis zum anschließenden Chat zeigen wir Ihnen anhand einer Animation die Bearbeitung eines Titanbauteils auf einer Langdrehmaschine mit hoffentlich einigen Tipps für Ihre tägliche Arbeit.